Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Traden auf Wolke 7. Ich freue mich sehr, dass Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind. Und ich freue mich natürlich umso mehr, dass Martin wieder mit uns diese Veranstaltung macht. Und vielen Dank dafür, Martin. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer starten wir zunächst mit dem Risikohinweis, denn ja, auch in diesem Jahr gelten die Webinare nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Und unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und ja, dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das war im letzten Jahr so und das ist auch in diesem Jahr. Und das bitte ich dann entsprechend zur Kenntnis zu nehmen. Ja, sind jetzt schon fast 3 Wochen vorbei, aber ich sehe viele neue Namen hier, die in den vergangenen oder die in den ersten Webinaren jetzt in diesem Jahr nicht dabei waren. Deswegen sei es mir noch erlaubt, Ihnen natürlich auch alles Gute für 2022 zu wünschen. Und vor allen Dingen in der aktuellen Situation viel Gesundheit, dass Sie auch, aber auch im Trading viel Erfolg haben. So, dann genug von mir. Ich übertrage den Bildschirm und wünsche natürlich wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielleicht gerade schon mitgekriegt, irgendwie möchte GoToWebinar heute meine Cam nicht haben. Ich weiß nicht warum. Ich habe nichts anderes, was hier läuft. Aber da müssen wir heute ohne mein Bild auskommen. Ich glaube, das ist aber auch wirklich das kleinste Problem hier. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich habe den S&P 500 hier offen. Ich glaube, es sind viele Teilnehmer, die nicht zum ersten Mal hier dabei sind. Das heißt, ihr kennt das Prozedere schon. Wir werden einen kurzen Marktüberblick machen, einmal schauen, was wir von Seiten der Indizes hier in der nächsten Zeit zu erwarten haben und danach dann wieder die Entscheidung treffen, ob wir Long Trades aufbauen wollen, ob wir Short Trades aufbauen wollen, in welchen Sektoren wir vielleicht auch unterwegs sein wollen. Und ja, dann gucken wir, was hier heute so an Signalen entstanden ist, also beziehungsweise was am Freitag an Signalen entstanden ist. Denn heute ist US-Feiertag, das heißt, die Börsen, die stehen hier still. Und wenn ich mich nicht irre, ich sehe hier gerade, hier tickt irgendwas im Agena Trader, aber ich glaube, da haben wir hier heute Ja, keine einige so Futures große. sind noch offen, aber Ja, aber nur ein paar Futures, ne? Wir haben genau. hier die Aktienmärkte haben wir geschlossen. Ja, und von daher wird von der Seite hier nicht viel passieren heute. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich an, was an Signalen entstanden ist für den Freitag und werden unsere Trades planen, die wir dann morgen entsprechend umsetzen können. Da können wir ja auch heute dann schon die Orders reinlegen. Und dann werden wir sicherlich unser Portfolio hier wieder ein bisschen aufbauen heute. Also S&P 500. Ich habe absichtlich jetzt hier auch den Future drin, weil der Future läuft momentan. Da sehen wir so ganz leicht unter Druck heute, ja, ist aber nicht so richtig viel Bewegung. Aber wir sehen halt auch, hier ist nicht viel Volumen drin. Feiertag heute, da sind natürlich die ganzen großen Händler auch zu Hause. Also, wir werfen mal als erstes hier den Blick auf das übergeordnete Bild im Wochenchart. Da gucken wir ja immer auf zwei Dinge hier. Zum einen auf die Ausgangslage der Ichimoku-Indikatoren. Das ist ja quasi das Kerngebiet hier unseres Webinars von heute. Wir schauen uns natürlich die Handelssignale an, die frischen Handelssignale, die von Seiten des Ichimoku-Chart entstanden sind. Jetzt gucke ich mal gerade noch, dass ich hier irgendwie den Chat noch reinkriege. Dass ich mir hier auch die Fragen anschauen kann. Ja, ein Fragenfeld habe ich hier jetzt auch nicht drin. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Okay. Ach doch, hier haben wir es. Alles klar. Also Fragen sind da. Wenn Fragen sind, dann bitte gerne rein in den Chat. Dann kann ich da auch direkt drauf eingehen. Also S&P 500, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, sind wir im Prinzip seit Anfang November mehr oder weniger seitwärts gerichtet. Wir könnten hier
die größere Range einzeichnen, in der wir uns hier bewegen. Die läuft hier von ungefähr 4.520 Punkten auf der Unterseite bis rauf so ungefähr 4.800 Punkte auf der Oberseite. Das heißt, wir haben hier eine Range von na, 280 Punkten ungefähr im S&P. Das ist nicht gerade wenig, da kann man also intraday durchaus drin handeln, aber für einen Swing Trade ist es natürlich sehr, sehr öde, was hier momentan passiert. So richtig Druck ist hier nicht drauf. Einer der Gründe ist natürlich, ja, wir haben von Powell von Seiten der Fed inzwischen deutlich hawkischere Töne, als wir das vorher noch hatten. Hier geht es also inzwischen um 3 bis 4 Zinserhöhungen im nächsten Jahr. Und das ist natürlich immer was, was die Investoren erstmal ausbremst. Und natürlich insbesondere den Wachstumsbereich, also alles, was aus dem, naja, ich nenne es immer Kurs-Umsatz-Verhältnis-Bereich kommt, also Aktien, die oder Unternehmen, die noch kein Kurs-Gewinn-Verhältnis haben, weil sie im Prinzip keine Gewinne generieren. Ja, sondern nur ein Kurs-Umsatz-Verhältnis haben und nach diesem Kurs-Umsatz-Verhältnis beurteilt werden können, zumindest ein Stück weit beurteilt werden können, ob sie denn jetzt gerade besonders günstig oder eher teuer sind. Und da ist es ganz klar, die Werte, die man als eher teuer klassifizieren muss, die also ein sehr hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis haben, die leiden hier ganz, ganz besonders. Ja, und das, was auf der Oberseite im Moment raussticht, ist logischerweise bei den Ölpreisen und bei den Energiepreisen, die wir haben, hier momentan der Energiebereich. Auch im letzten Jahr schon der Top-Performer, war der beste Sektor im S&P 500 und ist im Moment auch auf dem Weg, in diesem Jahr wieder der beste Sektor zu werden. Jetzt haben wir zwar gerade erst mal 2 Handelswochen hinter uns, sind aber im Energiesektor schon mal locker so 14% gestiegen. Und jetzt haben wir natürlich so ein paar Bereiche, die unter Druck sind, wo also deutlich abverkauft wird, und haben ein paar Bereiche, die relativ gut laufen. Ja, und das gleicht sich im Moment hier wieder so ein bisschen aus. Wir haben also wieder mal eine Rotationsbewegung an den Märkten, und das bremst insgesamt den S&P hier ein bisschen aus momentan. Ja, wir sehen, dass wir hier auch im Vorfeld schon eine Range hatten. Ja. Die ging hier auch relativ lange. Die ging hier im Prinzip von Anfang Juli bis, naja, Ende Oktober ungefähr. Und dann sind wir hier ab Anfang November in die nächste Range reingerutscht. Also wir sehen auch so richtig Druck ist hier auf der Oberseite momentan nicht mehr da. Aber das, was wir eben zuletzt gesehen haben, ich hole mal gerade noch mein schlaues Zeichentool hier rein. Ja, das, was wir eben zuletzt gesehen haben, waren dann doch immer wieder diese deutlicheren Bewegungen hier zur Oberseite, bevor dann wieder korrigiert worden ist. Und von daher, wenn sich das Ganze so weiter fortsetzt, sollten wir damit rechnen, dass wir auch in diesem Jahr weiter steigen, dass wir also so Richtung 5.000 Punkte vielleicht sogar laufen könnten. Ich versuche immer so ein bisschen abzuschätzen, wie sich Märkte übers Jahr bewegen könnten, einfach indem wir mal gucken, was kann man denn vom Gewinnwachstum erwarten, also vom EPS-Wachstum, Earnings per Share, was können wir denn vom EPS-Wachstum vom S&P 500 ungefähr erwarten? Da liegen wir in einem Erwartungsbereich so plus 8 bis 10% fürs laufende Jahr. Und so ungefähr würde ich jetzt auch erwarten, dass sich der S&P 500 entwickelt. Ja, also so plus 8 bis 10%. Und wenn wir uns das Ganze dann mal anschauen auf der Tagesbasis hier, also wir sehen erstmal, müssen wir ganz klar konstatieren, auf Wochenbasis sind wir hier noch extrem bullisch ausgerichtet. Wir sind deutlich, ja, ganz, ganz deutlich oberhalb dieser dicken grünen Wolke, oberhalb dieser Unterstützungswolke. Und da laufen wir im Prinzip schon die ganze Zeit seit April 2020 sind wir hier in diesem Wochenchart in Aufwärtsrichtung unterwegs. Wir sehen das auch hier an der blauen Linie, die uns ja im Prinzip so ein bisschen das Momentum vorgibt, ja, die uns eine Information darüber gibt, ob die Marktteilnehmer aktuell bullischer sind als vor einem halben Jahr. Das ist definitiv hier der Fall. Wir haben hier also den Kurs, der 26 Wochen zurück über das Preisfeld projiziert wird. Das heißt, wir sind aktuell hier in einer bullischeren Phase als vor einem halben Jahr noch. Das ist definitiv eben auch positiv zu werten. Wir sind deutlich oberhalb der violetten Linie und sehen auch, dass diese so gut wie nicht verletzt wird. Wir sind hier einmal ganz kurz auf der Unterseite aufgeschlagen und haben uns dann sofort wieder in die Aufwärtsrichtung bewegt.
Und im Prinzip ist das, was der Markt jetzt hier macht, gerade ja etwas müde seitwärts laufen und gibt damit aber der Wolke und diesen Mittelwertslinien hier die Möglichkeit aufzuholen und wieder zum Kurs hin aufzuholen. So ähnlich wie wir das in dieser Situation hier auch schon gesehen haben. Ja, das, wo man immer drauf schaut oder wo ich eben auch gerne drauf schaue, ist zu gucken, wie weit haben wir uns denn jetzt hier von diesen Mittelwertslinien wegbewegt. Und je weiter wir uns davon wegbewegen, umso größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann erstmal wieder dahin zurücklaufen. Und dafür gibt es immer zwei Möglichkeiten oder uns zumindest dieser Linie wieder annähern. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal den Preis, also eine Korrektur über den Preis. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass im Laufe der Zeit diese Linie aufholt. Es reicht also schon, wenn wir hier in einer Range, sage ich mal, seitwärts laufen, wenn wir also gar nicht wirklich einen deutlichen Abwärtstrend kriegen, sondern einfach in der Range seitwärts laufen, dann kommen wir ganz automatisch wieder in Situationen, wo dieser Abstand, sage ich mal, zur Durchschnittslinie, dieser Abstand hier, dass der dann automatisch wieder schrumpft und wir von da im Prinzip so ein neues Launchpad haben, also so eine neue Startrampe, von der der Preis wieder loslegen kann. Und das ist jetzt hier im Prinzip das Gleiche, was passiert ist. Wir sind jetzt über die Zeit eben auch wieder dichter an diese Mittelwertslinien hier rangelaufen und könnten uns im Prinzip von hier an jetzt auch wieder deutlicher positiv bewegen. Ja, zumindest wenn dieser Aufwärtstrend intakt bleibt. Wir sehen am Görsch-Trendindikator, dass wir hier mit abnehmendem Trendmomentum rechnen müssen, dass wir also sehen, dass das Momentum hier zurückkommt. Und das ist natürlich immer erstmal nicht so ein gutes Zeichen. Ja, dann hatten wir hier auch von Seiten des RSI-Indikator, deswegen ist der da unten drin, da schaue ich auch gerne mal drauf, hatten wir hier von Seiten des RSI-Indikator und auch von Seiten des Görsch-Trend hier eine sogenannte negative Divergenz, eine bärische Divergenz. Und die wird eben erst dann aufgelöst, wenn wir mit dem Kurs eben in die Richtung des alten Hochs gehen und wir dann hier sowohl im RSI als auch im Görsch-Trend eben sehen, dass dieses Trendmomentum wieder zunimmt und wir dann im Prinzip hier ein höheres Hoch generieren. Dann ist diese bärische Divergenz beseitigt. Im Moment hat die noch Bestand. Ja, also das müssen wir definitiv im Hinterkopf behalten. So, wenn wir uns jetzt mal diese Range anschauen, die wir jetzt eben angenommen haben, so ich sag mal zwischen 8 und 10% Kursbewegung fürs laufende Jahr, dann schauen wir einfach mal ab dem 3. Januar, das ist dieser Tag hier, hier haben wir angefangen und wenn wir uns von hier jetzt mal so 8% nach oben arbeiten, dann kommen wir so in den Bereich 5.150 Punkte. Das wäre dann quasi unser Kursziel. Ja, das ist natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr simpel gezogen. Ja, das ist sehr simpel errechnet, mehr oder weniger, nämlich einfach nur über diesen erwarteten Gewinnwachstum, über dieses erwartete Gewinnwachstum der Unternehmen. Und dann hätten wir vom aktuellen Niveau hier eine Range von ungefähr 10% nach oben, die wir noch sehen könnten. Allerdings erwarte ich für dieses Jahr wirklich weiter eine hohe Volatilität, schon alleine durch die Zinserhöhungen, die da kommen. Unser eigentliches Kursziel für letztes Jahr, das haben wir knapp verpasst, wenn wir uns das hier anschauen. Na, wir hatten uns hier das letzte Mal dann zum September, Oktober diese Korrektur angeschaut. Das war die schwächste Phase im letzten Jahr über den September. September typischerweise ein sehr schwacher Monat für Aktien. War jetzt hier auch besonders schlecht wieder in diesem Jahr, wirklich der schlechteste Monat des Jahres. Und da haben wir uns ja im Prinzip nur ganz einfach angeschaut, wie groß war denn diese Korrektur, haben die Korrektur auf dieses Ausbruchslevel hier nach oben rauf projiziert und haben gesagt, hey, damit liegt unser Kursziel bis Ende des Jahres hier bei 4.800, knapp 40 Punkten, 4.840 Punkte für den S&P. Wenn wir uns anschauen, wo das Jahreshoch hier war, dann lagen wir gar nicht so schlecht. Ja, das Jahreshoch lag bei 4.800 Punkten. Haben wir also knapp hier das Ziel verfehlt. Jetzt könnten wir genau das Gleiche wieder machen. Ja, wir können uns jetzt wieder anschauen hier, weil wir ja in einer laufenden Korrektur sind, schauen wir uns einfach nochmal an, wie groß ist denn hier das Korrekturlevel? Immer vorausgesetzt, dass es das jetzt hier auch war mit der Korrektur und wir uns eben nicht, na, womit man auch im Prinzip rechnen muss, wir uns eben
nicht hier weiter nach unten wegbewegen, ja, sondern dass es das jetzt war mit der Korrektur und wir vielleicht noch ein bisschen seitwärts laufen und uns dann hier nach oben wegbewegen. Das wäre im Moment immer noch mein bevorzugtes Szenario. Einfach deswegen, weil auch unheimlich viel Geld am Markt noch an der Seitenlinie geparkt ist und nur darauf wartet, investiert zu werden. Und hier haben wir diese letzte Trendlinie, die wir uns anschauen können. Solange die hält und wir uns eben hier im Tageschart auch oberhalb der Wolke halten, solange ist hier erstmal alles in Ordnung. Was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ist das hier, nämlich dass wir einen negativen Girsch-Trend haben. Das ist Punkt 1, der mir nicht gefällt. Punkt 2, der mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass wir in dieser Abwärtsbewegung hier ein deutlich zunehmendes Volumen haben. Das sind also beides Dinge, die nicht gerade bullisch zu werten sind. Ja, und das haben wir über die letzte Zeit hier schon häufiger gesehen. Das haben wir auch hier gesehen. Innerhalb der Korrektur nimmt das Volumen zu. Ja, und in dieser letzten Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, hat das Volumen deutlich abgenommen. Und das zeigt schon, dass der Markt nicht mehr so wirklich gesund ist, ja, sondern dass eher die Abwärtsseite hier bevorzugt wird. Und das scheint darauf hinzudeuten, dass das Verhalten der Marktteilnehmer sich hier momentan verändert, und zwar von Buy the Dip in Sell the Rip. Und wenn das etwas ist, was sich hier fortsetzt, dann müssen wir damit rechnen und müssen davon ausgehen, dass wir noch deutlich tiefere Kurse sehen können in diesem Jahr. Und dann ist es auch nicht vermessen anzunehmen, dass wir unter Umständen auch hier unten in diesen Bereich nochmal reinlaufen, ja, um knapp unter 4.300 Punkte. Das wäre durchaus möglich. Das würde bedeuten, dass wir hier vom Hoch zum Tief, ne, eine 10%, 11% Korrektur sehen. Das wäre nichts Ungewöhnliches. Die haben wir schon relativ lange nicht mehr gehabt im Markt hier. Das wäre mal wieder an der Zeit. Und von daher wäre das auch nichts, was meinen langfristigen Bull Case hier irgendwo zerstören würde. Dann wären wir aber in einer Situation, wenn wir hier neue Tiefs generieren unter diesen letzten Lows, dann wären wir in einer Situation, wo wir auch wieder verstärkt auf der Short-Seite agieren müssten. Das sehe ich momentan noch nicht unbedingt so als gegeben. Ja, also ich bevorzuge momentan schon noch die Long-Seite, würde jetzt aber hier gerne nochmal einen Blick werfen auf diese einzelnen Sektoren, weil wir natürlich in einem Marktumfeld, was relativ unsicher ist oder relativ wenig gleich verteilt, sage ich mal, schauen müssen, in welchen Bereichen wollen wir uns denn positionieren. Und wenn wir natürlich sehen, dass wir hier zum Beispiel mit dem Communication Services einen Sektor haben, der sogar auf Wochen- und Tagesbasis hier im Girsch-Trend abwärts gerichtet ist, ne, das sehen wir hier eben auch sofort. Wir sind hier also ganz klar auf Wochenbasis abwärts gerichtet und wir sind hier äußerst deutlich auf Tagesbasis abwärts gerichtet. Wenn wir uns die letzte Sequenz hier anschauen auf der Tagesbasis, ja, da sehen wir also auch hier diese deutliche Abwärtsbewegung, die letzte Korrektur, die hier sehr schön, muss man wirklich sagen, gelaufen ist bis zu diesem letzten Tiefbereich hier. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz hervorragende Korrekturbewegung. Und von da an sind wir hier wieder in den kurzfristigen Abwärtstrend gelaufen. Ja, und damit ist also der Communication Services Sektor einer, den ich hier eher auf der Short-Seite bedienen würde, wenn wir denn unter dieses letzte Unterstützungslevel hier fallen würden. Ja, wir sind hier schon einmal rangelaufen, haben dann hier so eine bullische Umkehrkerze gesehen. Die hat auch einen Tag nachfolgende Bewegung hier nach sich gezogen. Ich vergrößere das mal kurz. Hier ist die bullische Umkehrkerze. Ein Tag Follow-through. Dann sind wir hier in die Wolke reingelaufen. Und wenn die Wolke rot ist und oben drüber läuft, dann ist das ein Widerstand. Wir sind in den Widerstand reingelaufen und haben dann versucht, von hier wieder runterzukommen. Im Prinzip dieser ganze Bereich hier unten Support. Ja, von daher müssten wir also wirklich sehen, dass sich diese Bewegung auch nach unten weiter fortsetzt. Sollten wir jetzt hier nach oben über das Zwischenhoch und aus der Wolke ausbrechen, dann sieht das auch wieder alles deutlich bullischer aus. Ja, aber prinzipiell wäre das erstmal ein Sektor, in dem ich dann nach Short Setups suchen würde. Ja, so ähnlich schlecht sieht es aus hier im Consumer Discretionary Bereich. Ist auch ein sehr zinssensitiver Bereich und vor allem auch ein sehr inflationssensitiver Bereich. Sehen wir auch, dass hier so langsam eventuell eine Abwärtsbewegung beginnt. Ja, hier sieht auf der Woche das Bild noch deutlich bullischer aus als im Communication.
Aber auf Tagesbasis dreht sich das Ganze gerade. Wir sind im Görstrand negativ und sind hier auch schon in mehreren Versuchen dabei, die Wolke nach unten zu verlassen. Ja, die blaue Linie liegt hier schon unterm Chart. Alles nicht mehr so richtig ideal. Das, was uns noch gut gefällt für die Aufwärtsseite, sind natürlich die Bereiche, die jetzt hier in grün markiert sind mit Görsch ab. Das wäre hier einmal der Gesundheitssektor, dann der Finanzsektor. Utilities haben wir hier drin, Energie, Consumer Staples und Technologie. Ja, das sind also die, die hier noch positiv sind. Und wenn wir die mal sortieren, einfach nach der relativen Stärke, dann haben wir die Reihenfolge an Sektoren, so wie wir sie uns auch für unsere Setups suchen sollten. Ja, also Energie im Moment ganz, ganz oben. Ja, und schaut euch das an, wie wir hier aus dieser Wolke rausgebrochen sind. In dem Moment, wo wir aus der Wolke mit viel Druck, viel Momentum rausgekommen sind, ist auch die blaue Linie hier über den Kurs gestiegen. Wir sind sehr schnell über diese letzten Zwischenhochs gegangen, haben als erstes mal diese kleine kurzfristige Abwärtstrendlinie hier auch gerissen. Und hier kam dann wirklich alles zusammen. Ja, Görsch-Trend ist hier positiv geworden. Wir haben den charttechnischen Ausbruch gesehen, wir haben den Ausbruch aus der Wolke gesehen, wir sind sehr dynamisch über die violette, über die rote gegangen. Blau ist durch den Kurs durch und damit war hier ganz, ganz klar Energiesektor logischerweise auf der Long-Seite zu nehmen. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Ich habe ja gesagt, wir haben also seit Jahresbeginn hier schon ordentlich zugelegt. Wir schauen mal, wo der Jahresbeginn hier war. Das hier ist der 3. Januar. Ja, und wenn wir uns die Bewegung hier anschauen, da sind wir schon 16% vorne übers Jahr. Das ist deutlich. Das machen andere Sektoren bis zum Jahresende nicht. Ja, und von daher müssen wir hier einfach ein bisschen aufpassen, denn solche Fahnenstangen würde ich jetzt nicht mehr reinkaufen. Das ist nicht kein Kauflevel mehr hier. Da müssten wir jetzt erstmal eine Korrektur sehen, um hier wieder einzusteigen. Schauen wir uns die nächsten Bereiche an. Consumer Staples gefällt mir ganz gut hier. Haben wir schön diese kleine Bull Flag, die sich hier bildet, wo wir am Freitag schon versucht haben, nach oben rauszukommen. Das wird spannend in der nächsten Woche, wie das hier weitergeht. Schauen wir uns das auf dem Wochenchart nochmal kurz an. Ja, dann sehen wir auch auf dem Wochenchart extrem bullish. Görsch-Trend ist hier auf dem höchsten Wert überhaupt seit vielen, vielen Monaten. Also hier auch viel Druck in dem Bereich, viel Druck in dem Sektor. Sehr schöne, saubere Trendbewegung. Aber vielleicht auch ein bisschen overextended wären Rücksetzer im Prinzip auch noch mal schön zu sehen. Aber hier gibt es sicherlich durchaus auch Einzelwerte in diesem Sektor, die noch investierbar sind. Financial Sektor gefällt mir recht gut. Hat hier diesen Ausbruch gezeigt über dieses letzte Zwischenhoch. Und dann haben wir am Freitag Earnings gekriegt, ja, morgen von JP Morgan. JP Morgan hat enttäuscht. Ich glaube, Citibank war auch nicht besonders gut. Wells Fargo war sehr gut. Wells Fargo, die einzige Bankaktie, die auch am Freitag ordentlich explodiert ist. Wir sehen aber, na, der Sektor hat hier mit einem deutlichen Downgap aufgemacht, hat dann auch zum Beginn des Tages, na, hier kräftig abgebaut und hat dann noch relativ stark geschlossen, hat also einen Teil der Verluste wieder reingeholt. Und wenn man sich die Entwicklung der Banken über die letzten Jahre so anschaut, dann war das ganz häufig so, dass wir um die Earnings Seasons hier eine Schwäche reingekriegt haben, die sich dann im Laufe des restlichen Jahres wieder relativiert hat. Von daher halte ich in vielen Bereichen bei den Banken diese Rücksetzer, wenn sie denn jetzt kommen, aufgrund, ja, dass die Earnings-Erwartungen nicht ganz getroffen worden sind, halte ich hier mittelfristig eher für Kaufmöglichkeiten. Wir sind in einem Umfeld steigender Zinsen in den USA. Das ist etwas, was unvermeidlich ist inzwischen, dass die Fed hier definitiv den Zinssatz anhebt. Und das sollte natürlich für den Finanzbereich auch erstmal weiter gut sein. Dann haben wir hier noch mit einem ganz guten RSL-Rating und noch mit dem Görsch ab, den Bereich Technologie. Den finde ich interessant. Den finde ich auch vom Chart her sehr interessant. Wir sehen, das Momentum ist hier deutlich zurückgekommen. Ja, wir kommen von einem absoluten Hochpunkt und sind dann hier deutlich zurückgekommen, haben das Ganze wieder relativiert und sind in diesen Bereich hier zurückgelaufen, ungefähr von August 20 und April 21. Ist also schon eine ordentliche Korrektur. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier auch nochmal anschauen mit dem letzten Support-Level, was hier drin ist, das ist dieses letzte Hoch hier oben ungefähr. Und dann sehen wir auch, dass das fast getestet worden ist. Ja, da hat nicht viel gefehlt in diesem Rücksetzer.
um das zu testen. Ist natürlich eine Chartkonstellation, die jetzt nicht ideal ist. Ja, wir haben hier so eine typische Trompete, ja, oder so ein Megafon oder wie auch immer man das nennen möchte. Ist eine der am schwierigsten zu tradenden Konstellationen, weil eben diese Extrempunkte auseinanderdriften. Und typischerweise haben wir das sehr gerne umgekehrt. Ja, wir sehen gerne Dreiecke, ne, wo wir eine fallende obere Trendlinie haben und eine steigende untere Trendlinie. Ja, wir sehen also gerne diese Dreiecke hier im Markt, wo wir dann auch immer wieder die Ausbrüche nach oben traden wollen. Ja, und das ist jetzt eben genau das Umgekehrte. Das ist die nicht so schöne Variante, deutlich schwieriger zu traden. Und von daher müssen wir jetzt im Technologiebereich, ich bin hier prinzipiell bullish. Ja, ganz klar, Technologie ist meiner Meinung nach etwas, was auch in diesem Jahr nicht wegzudenken sein wird. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die großen, guten, ich nenne es mal Cash-Cows, ja, wie eine Microsoft und eine Apple und eine Facebook und eine Adobe, dass die zum Ende des Jahres tiefer stehen als am Anfang des Jahres, ist für mich schwer greifbar, weil die machen so viel Gewinn und generieren so hohe Cashflow-Raten. Und Cashflow wird etwas sein, was in diesem Jahr sehr wichtig ist, wo ganz, ganz viele große Anleger drauf schauen, dass sie sich Werte ins Depot legen mit einem hohen Cashflow. Denn Werte mit einem hohen Cashflow, die sind nicht betroffen davon, wenn die Zinssätze an den Märkten steigen. Ja, die brauchen keine Kredite, die generieren so viel Geld, dass sie zum Teil nicht wissen, wohin damit. Und eben eigene Aktien im großen Stil zurückkaufen oder eben gute Dividenden zahlen oder irgendwelche Übernahmen vollziehen am Markt. Und das werden die Werte sein, die in diesem Jahr gefragt sind. Also hoher Cashflow, Stock-Buyback-Programme und auch schon alleine deswegen halte ich den Finanzbereich auch immer noch für interessant, weil ich denke, da werden wir nach wie vor jetzt weiter hohe Aktienrückkäufe sehen. Ja, und genauso im gesamten Energiebereich, sei es eine Chevron, sei es eine Exxon, sei es eine Pioneer Natural Resources. Ich denke, da sehen wir auch überall große Buyback-Programme, die da am Laufen gehalten werden und die natürlich dann auch langfristig den Aktienkurs stützen. Also das sind die Bereiche, in denen wir hier insbesondere unterwegs sein wollen. Energy, Consumer Staples, Financials und Technologie. Ja. Industrials finde ich von der Grundausgangslage her auch nicht schlecht. Ja. Industrials waren im letzten Jahr Underperformer, sind nicht besonders gut gelaufen. Wir sehen das hier im Prinzip seit April kommt das Momentum hier zurück und seitdem sind wir hier auch in einer Seitwärtsrange. Aber wir haben uns das ja schon häufiger angeschaut. Ja. Werte, die über Monate in einer Seitwärtsrange laufen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Einzelwert ist oder eben so ein Sektor, die performen nach einem nachhaltigen Ausbruch ganz häufig extrem gut. Ja, da denke ich jetzt zum Beispiel mal an eine, ich zeige es mal kurz, wo haben wir sie? Hier, ja, an eine Google-Aktie. Da haben wir das, ich hole mal kurz den Wochenchart hier rein. Ja, da haben wir hier was ganz Ähnliches gesehen. Wir haben uns über sehr, sehr lange Zeit seitwärts bewegt. Na, hier ist diese große Range. Und nachdem der Markt aus der großen Range ausgebrochen ist, na, haben wir eine schöne Bewegung gesehen, haben das untere Ende der Range nochmal getestet und sind dann nach oben weggeschossen. Und so ähnlich sieht es jetzt zum Beispiel auch aus bei Amazon. Ist auch keine schlechte Ausgangslage langfristig. Wenn wir uns eine Amazon anschauen, ja, da sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Wir haben hier die große Range oder wenn wir die eben ein bisschen noch verkleinern wollen, dann können wir das so ungefähr hier gestalten. Ja, und da sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation. Wir haben einen ersten kleinen Ausbruch gesehen nach oben, der ist aber noch nicht so besonders nachhaltig. Und testen jetzt hier immer wieder das untere Ende der Range. Und dieses untere Ende der Range halte ich hier mittelfristig für gar keinen schlechten Einstiegszeitpunkt. Ja. Also von daher, so diese Ausgangslage, die wir in den Industrials hier gesehen haben, und da gehören dann natürlich so Unternehmen dazu, ja, keine Ahnung, die im Aluminiumbereich sind, im Stahlbereich und so weiter. Und da denke ich, die werden weiterhin oder werden sich jetzt auch vermehrt wieder einer höheren Nachfrage gegenüber sehen. Kupfer, ja, alle diese Sachen, denke ich, werden eher bullisch sein übers laufende Jahr und das sollte sich
auch positiv für den Bereich der Industrials auswirken. So, wenn wir in den S&P 500 jetzt mal reingehen und schauen, was hier an Setups entstanden ist, dann haben wir hier ein paar Setups auf der Long-Seite und ein paar Setups auf der Short-Seite. Da interessieren uns ja immer besonders die, die eben am frischsten sind. Das sind also die, die hier ganz klar rot oder ganz klar grün sind. Die helleren, die sind immer von einem Tag vorher. Ich habe jetzt, weil eben die Märkte heute stillstanden, Folgendes gemacht, dass ich mir schon mal eine Handvoll Werte rausgesucht habe, die aktuell hier Signale liefern, und zwar aus dem S&P 500 und aus dem Nasdaq. Und habe die hier schon mal in die Longliste reingelegt. Und jetzt können wir erstmal das, was wir zum letzten Mal noch offen hatten, durchsprechen und schauen, was ist denn da gelaufen. Da hatten wir eine Analog Devices noch auf der Long-Seite. Da gehe ich jetzt hier mal in den Tageschart. Da hatten wir hier auf dem Level 173,94, 173,95 ungefähr eine Long-Position aufgebaut. Dann hat sich das Ganze auch extrem gut entwickelt und ist hier, ich mache mal kurz den Indikator hier aus, dann sieht man den Kursverlauf besser. Ja, hat sich also nach diesem Break hier wirklich gut entwickelt in Richtung der Oberseite. Dann haben wir mit diesem neuen Zwischenhoch hier schon die Möglichkeit gehabt, das erste Mal auch den Stop hinterherzuziehen und lagen dann an diesem Zwischentief hier. Zeige ich mal. Ja, wir haben also mit dem Stop hier unten an diesem Level angefangen, haben den dann hinterhergezogen an dieses Zwischentief und sind dann hier wirklich bis kurz vor Ziel gelaufen. Allerdings ist dieser nachfolgende Kursverfall dann hier so dynamisch schnell geworden, dass wir innerhalb von 2 Tagen schon fast wieder hier am Einstiegsbereich waren. Dementsprechend war es prinzipiell nicht sinnvoll möglich, hier an einem guten Level irgendwo noch rauszukommen. Und hier sah das Ganze natürlich auch wieder so aus, als wenn wir uns Richtung Oberseite wieder bewegen würden. Da haben wir dann genauso schnell wieder umgedreht, sind dann hier so ein paar Tage seitwärts gedümpelt und dann haben wir beim letzten Mal uns dazu entschieden, den Stop hier an dieses Zwischentief zu legen. Und hier zu diesem Zeitpunkt ist der Trade dann mit einem Mikrogewinn quasi ausgestoppt worden. Bisschen schade, weil wir schon wirklich dicht vor dem Ziel waren, aber ein kleiner Profit ist übrig geblieben. Dann hatten wir als zweites noch offen die Uniper Networks. Da haben wir hier drüben in diesem Bereich den Einstieg genommen. Hatten nämlich gesehen, dass wir hier ein schönes Momentum drin haben und dass wir dann hier über ein paar Tage in so einen Wimpel reingelaufen sind und haben diesen Wimpelausbruch in Kombination mit dem letzten Hoch hier für die Long-Seite hier als Break genommen, waren mit dem Stop hier unten bei 29,78 und haben dann eben gesehen, es hat sich ein Zwischenhoch entwickelt, dann ein Zwischentief und mit dem letzten Hoch hier wäre die Möglichkeit gewesen, den Stop an dieses Level hinterherzuziehen. Der Kursrücksetzer, der hier gelaufen ist, der ging aber relativ zügig über die Bühne. Ja, und wir haben uns dann entschieden, an dieses Zwischentief hier mit dem Stop zu gehen und sind dann hier oben bei 35,35 noch zum Ende letzten Jahres hier im Gewinn geholt worden. Das war das Level, was wir sehen wollten. Das war unser Kursziel. Und da können wir auch noch mal kurz sagen, wo kam denn dieses Kursziel her? Ja, wir haben im Prinzip dann zwischendurch wieder hier den Klassiker gemacht, haben uns mal angeschaut, wie das letzte Retracement hier gelaufen ist. Ja, das war dieses letzte Retracement, das an das Ausbruchslevel ran projiziert und dann sind wir auf diesen Zielbereich hier 35,35 gekommen. Und damit war der Trade dann am Ende gelaufen. Die Position ist am Ziel ausgebucht worden. Ja, und viel besser kann es ja am Ende gar nicht laufen. Dann hatten wir noch eine neue Position hier in First Energy beim letzten Mal aufgebaut. Und zwar mit diesem charttechnischen Ausbruch hier oben drüber. Und beim letzten Mal ist ja auch gefragt worden, ja, wie gehst du denn in die Trades rein? Lässt du dich immer da am Hoch der Tageskerze irgendwie einstoppen? Und das mache ich eben nicht. Ich nehme teilweise die Hochs der Tageskerze. Ich kombiniere das Ganze aber eben auch sehr gerne mit diesen letzten ja, Hochpunkten oder Widerstandsleveln im Markt und will dann auch sehen, dass der Kurs tatsächlich über die wichtigen Level hinausgeht. Und das war in dem Fall eben dieses Level hier. Wir hatten hier nochmal so eine kleine Bull Flag. Ja, das war im Prinzip
auch noch mal eine Möglichkeit. Man hätte also hier schon etwas aggressiver auch einsteigen können. Nur das sind ein paar Cent, ja, das sind ein paar Cent, die wir hier günstiger reinkommen. Und der große Nachteil, wenn wir eben direkt so ein Breakout hier nehmen, ist, dass wir vor einem Widerstandslevel kaufen. Und das will ich nach Möglichkeit vermeiden. Ja, weil was häufig passiert, na, ist sowas, wie wir hier jetzt auch gesehen haben, eine erste kleine Bewegung raus und dann am Widerstand wird erstmal abverkauft. Und der Punkt ist halt, wir wissen dann oft nicht, wo ist die Bewegung zu Ende? Ist die hier zu Ende? Oder gehen wir vielleicht die ganze Etage wieder runter und laufen bis auf das Niveau hier? Und da wollen wir dann natürlich logischerweise nicht mit dabei sein. Und die Chancen, Richtung Ziel zu laufen, die erhöhen sich etwas, wenn wir auch so eine horizontale Widerstandslinie hier mit reinnehmen und sagen, okay, wenn wir hier oben drüber gehen, dann sind wir auf der Long-Seite zu finden und dann versuchen wir das Ganze zu betreuen. Hier ist jetzt noch gar nicht so viel passiert. Ja, die Aktie ist ein bisschen müde, wenn wir uns den Rest des Energiebereichs so anschauen. Aber wir haben jetzt ein interessantes Level hier oben. Und wenn wir über dieses nächste Level rausgehen, dann sollte auch sich der nächste Aufwärtsschub hier entwickeln. Und dann haben wir auch zumindest mal die Möglichkeit, hier ein bisschen Risiko rauszunehmen. Dann würde ich hier in diesem Bereich 39,50 gehen. Dann ist nicht mehr viel Risiko auf der Position. Und das, was wir sehen wollen, ja, das ist dieser Bereich hier oben. Können wir auch noch mal ganz kurz schauen, wo kommt der her? Wir haben uns einfach angeschaut, die große Korrektur. Ja, wie weit ist die gelaufen? Ja, im Prinzip ist die von, so, ja, von hier oben von 39,95 runter bis 35,45. Und da kommen wir so auf den Bereich 44,50. Und wir haben uns hier etwas tiefer platziert, weil hier noch so ein ganz wichtiges Zwischenhoch liegt. Ja, das können wir uns hier noch mal anschauen. Dieses letzte Zwischenhoch hier, das ist ein ganz wichtiger Widerstandsbereich und deswegen haben wir uns etwas unter dem eigentlichen Ziel platziert. Okay, also das die laufenden Trades für die Long-Seite. So, das, was ich rausgesucht habe für heute, was ich sehr interessant finde, ist, also als erstes mal sehen wir, dass die Setups, die mit am besten aussehen, so, dass die Setups, die mit am besten aussehen, ja, wenn wir uns mal anschauen, was das für Unternehmen sind, da haben wir hier eine Applied Materials, wir haben hier eine Marvell Technologies, eine Lam Research und eine Qualcomm. Alle vier Werte sind aus dem Semiconductor-Bereich, also aus dem Bereich Halbleiterindustrie. Ja, und ich hatte vor ein paar Tagen eine große Sendung über meine Top Picks im Prinzip, über das, was für mich so die Conviction Buy List ist für dieses Jahr. Und da war eben auch ein Semiconductor-Wert mit bei. Und da hatte ich auch noch gesagt, eine Alternative zu diesem Semiconductor-Wert wäre es also auch einfach, sich einen Semiconductor-ETF ins Depot zu legen, weil ich die wirklich alle für gut halte oder im Prinzip fast alle, die ganzen großen. Ja, sei es eben die, die hier stehen, oder eine Nvidia oder eine AMD oder eine ON Semiconductor oder eine Taiwan Semiconductor, die halte ich alle für gut, halte ich für alle für aussichtsreich und von daher muss man sich nicht für einen Einzelwert entscheiden, sondern kann natürlich auch dann den gesamten Sektor im Prinzip handeln. Wir haben jetzt hier vier Setups eben vier verschiedenen Einzelaktien. Jetzt hole ich mal auch den Indikator hier wieder mit rein. Dann schauen wir uns das Ganze nämlich nochmal an. Wir haben hier diese 2, 1, 2, 3 Setups. Chico Cross, das bedeutet, dass die blaue Linie hier eben gerade den Preis nach oben schneidet. Und das sehen wir in der Qualcomm hier sehr schön, dass wir im Prinzip, wenn wir hier nach oben rausgehen, auch aus einer Korrektur-Range, aus einer Seitwärts-Range nach oben ausbrechen. Ja, und wir haben hier schon eine erste positive Divergenz in dem Kurs drin. Wir sehen nämlich, dass wir hier höhere Tiefs ausbilden, ja, und sehen auf der Unterseite, dass wir hier im Prinzip tiefere Tiefs ausbilden im Gerstrend. Das ist quasi eine positive Divergenz, die wir hier haben. Die spricht auch für steigende Kurse. Schauen wir uns das Ganze nochmal auf der Woche an. Dann sieht das so in Wochenbasis aus und hier fällt vielleicht auf, dass der Trendindikator nach diesem dynamischen Break, nach dieser sehr, sehr dynamischen Aufwärtsbewegung, wohlgemerkt aus der Wolke raus, hohe Dynamik. Wir sehen hier sofort die Kreuzung von der blauen Linie mit dem Kurs. Wir sehen, dass wir über Rot und über Violett nach oben rausschießen. Und das, was ich jetzt hier besonders
interessant finde, ist, dass über diese gesamte Range eigentlich das Momentum hier auf Wochensicht erhalten bleibt. Und von daher sehe ich hier gute Chancen, dass der Ausbruch zur Oberseite erfolgt. Und das wäre etwas, was wir uns definitiv hier auf die Watchlist legen können. So, ja, eine Qualcomm. Ich schaue mal gerade kurz auf die fundamentalen Daten. Da liegen wir momentan bei einem PI von 22. Das ist ungefähr das, was wir auch im gesamten S&P haben. Haben aber mit der Qualcomm hier eine deutlich bessere Wachstumsrate als im Durchschnitt im S&P. In den letzten Quartalen hatten wir hier Wachstumsraten, Earnings per Share plus 76%, plus 123%, plus 74%. Also da haben wir richtig zugelegt hier. Und Qualcomm gewinnt auch immer größere Marktanteile am Gesamtmarkt. Und von daher halte ich das und auch unter Berücksichtigung des PIs, also des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, was wir hier momentan sehen, für eine sehr, sehr gute Idee, diese Aktie auf der Long-Seite zu nehmen. Und von daher legen wir hier auch einfach mal unseren Einstieg rein. Den würde ich über dieses Wochenhoch hier legen. Das ist ein Wochenhoch. Das ist das Hoch hier vom Donnerstag. Wenn wir darüber nach oben rausgehen, dann haben wir das Wochenhoch durchbrochen und dann sollten auch die Anschlusskäufe dafür sorgen, dass wir relativ schnell über dieses nächste Zwischenhoch rausgehen. Ja, wir sehen, der Widerstandsbereich hier oben, der ist nicht, an diesem Level ist der nicht so ausschlaggebend. Das ist ein einziger Punkt, der hier angelaufen worden ist. Das stärkere Widerstandslevel, das liegt hier unten. Das sehen wir da. Dieses Hoch, dieses Hoch, ja, diese Kerzenhochs hier, diese ganzen Hochs. Das ist das stärkere Widerstandslevel und da sind wir dann definitiv schon drüber, wenn wir hier in diesen Bereich 191,62 gehen. Den würde ich also an dieser Stelle hier platzieren für den Einstieg und mein Stop setze ich dann ganz klassisch hier knapp unter die Range. Ja, das ist also das, was wir dann hier in der Qualcomm für die Long-Seite spielen wollen. Von der Bewegung her, wie weit das Ganze jetzt laufen kann. Naja, schauen wir uns das mal kurz auf dem Wochenchart an. Ja, wir sehen, wir sind in der Qualcomm hier mit viel Momentum ins Allzeithoch reingelaufen. Wenn wir jetzt die komplette größere Range, die wir hier hatten, einfach mal nehmen und hier nach oben projizieren, dann mal auf dieses Ausbruchslevel meinetwegen, dann kommen wir hier zu einem Zielbereich, der liegt dann bei ungefähr 257. Das tragen wir hier auch noch mal ein. 257, das wäre aber auch tatsächlich nur ein erster grober Zielbereich. Das ist jetzt nicht das, was ich hier setzen würde als Kursziel für die Aktie, sondern die würde ich schon gerne versuchen zu trailen und möglichst weit laufen zu lassen. Das wäre aber der Bereich, an dem ich hier definitiv das Risiko aus der Position nehmen würde, nämlich dann den Stop-Break-Even ziehen. Die zweite, die wir hier drin haben, Lam Research, extrem gut gelaufen. Ende letzter Woche ein brutaler Freitag hier. Lam Research ist auch sehr, sehr günstig, wenn wir das vergleichen mit dem Gesamtmarkt. Wir haben auch hier ein PI von 23. Haben hier auch Wachstumswerte, Earnings per Share, Wachstum Quartal, also im Quartal, Year over Year. Da liegen wir so zwischen 50 und 80% Wachstumsquote. Das ist ordentlich übers Jahr. Da ist also richtig Musik drin. Und das eben alles bei einem 23er Kurs-Gewinn-Verhältnis halte ich auch für außerordentlich gut. Und hier haben wir auch ein ganz, ganz klares Level, an dem wir hier einsteigen können. Und das ist eben dieses Ausbruchsniveau, was dann hier für den Dienstag interessant ist. Von Seiten des Stop-Management macht es uns die Aktie hier auch sehr, sehr leicht. Dann nehmen wir im Prinzip einfach nur das Level hier, ja, dieses letzte Tief, Einstiegsbereich hier, knapp unter diesem Doppeltief, was sich hier ausgebildet hat, so bei 642 ungefähr. Und da unten drunter würde ich die Aktie dann eher nicht mehr sehen wollen. Ja, wir sehen von Seiten Ichimoku, wir kriegen hier dieses neue Setup. Also die blaue Linie verlässt den Kurs nach oben. Das war das Signal, was uns hier in der Liste angezeigt wird. Wir sehen aber auch, wir sind hier vor ein paar Tagen schon
nach einem Test des Unterstützungslevels deutlich nach oben rausgekommen, haben diese beiden Einstiegssignale hier bekommen und das ist jetzt das letzte Signal, was noch fehlt, damit hier dann wirklich alles auf der Long-Seite unterwegs ist. Ja, und da sehen wir eben auch, dass hier ein ordentlicher Spielraum nach oben besteht. Wenn wir auch hier uns mal das nächste mögliche Kursziel anschauen, dann machen wir das auch wieder ganz einfach und schauen nur auf die Höhe der letzten Korrektur. Und dann sind wir hier auch mindestens bei 812 Dollar. Mindestens. Ja. Das ist die letzte große Korrektur, die hier gelaufen ist. Wir können das Ganze natürlich auch so machen, dass wir uns die letzte kleinere hier nehmen. Da kommen wir auf einen etwas höheren Wert, da kommen wir so auf 818. Aber auch das wäre hier im Prinzip erst eine 1 zu 1. Bedeutet für mich, in diesem Bereich geht das Risiko raus. Ja, irgendwo zwischen 818 und 812. Das ist der Bereich, den wir jetzt so als Ziel hier anvisieren können. Wenn wir da hinkommen, dann würde das Risiko aus der Position rausgehen und dann wird im Prinzip einfach weiter getrailt und ich würde das nach oben auch hier offen lassen, ja, weil ich eben vom Semiconductor-Bereich eine ganze Menge mir noch erwarte fürs laufende Jahr. Dann haben wir einen möglichen Einstieg hier in der Marvell. Bei Marvell sieht es aber so aus, dass wir hier im Moment mit einem KGV von 58 unterwegs sind. Das ist mehr als das Doppelte von den beiden Werten, die wir vorher gesehen haben. Wir sehen hier aber kein größeres Wachstum, kein schnelleres Wachstum und von daher, und wir sehen auch, der Chart sieht etwas schwächer aus. Wir sind hier noch in einer kleineren Abwärtsbewegung. Na, Gersh-Trend dreht hier auch wirklich gerade erst ganz knapp wieder auf die Long-Seite, ist also deutlich schwächer als diese beiden, die wir uns eben angeschaut haben. Marvell hier, Lam Research am Hoch und Qualcomm eben auch schon am Hoch. Und von daher bevorzuge ich diese beiden. Schauen wir uns noch die Applied Materials an. Die ist vom Chart her hier die stärkste. Die hat also am Freitag hier auch schon wieder mit einem All-Time-High geschlossen. Applied Materials. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, da hatten wir auch schon noch eine, na, da haben wir hier schon mal versucht, eine Long-Position aufzubauen in diesem Bereich und hatten dann aber noch diese lange Seitwärtskorrektur, die hier gelaufen ist. Das wäre der ideale Einstieg gewesen über diese kleine Range, die hier gelaufen ist. Ja, da können wir uns das auch noch mal anschauen. Im Prinzip genau das Gleiche, was wir uns eben angeguckt haben. Ich nehme den Indikator noch mal raus. Also große Seitwärtsrange. Ja, über eine relativ lange Zeit. Die hat hier angefangen Ende März und ist gelaufen bis November, also mehrere Monate Seitwärtsrange. Und dieser Ausbruch hier draus, das sind ganz oft, sind das ganz gute Einstiegssetups. Hier haben wir noch häufiger die Möglichkeit bekommen, auf diesem Level nochmal einzusteigen. Und jetzt scheint die Party hier loszugehen, dass das Ganze unter Umständen deutlich weiter nach oben wegzieht. Und das wäre auch der Trade, den ich hier am aggressivsten managen würde. Wir sind auch hier ungefähr bei einem Kursgewinnverhältnis so von 23, spielt also in der gleichen Liga wie Lam und Qualcomm von der PI-Seite her. Und hier würde ich jetzt drauf setzen, weil wir im Prinzip diesen Range-Ausbruch schon einmal oben drauf gelegt haben und am ersten Kursziel hier schon angekommen sind, gehen wir jetzt von hier aus weiter, schauen uns das an als Bewegung, als zukünftige. Und jetzt finden wir unser Ziel hier oben bei 182,75, ja, oder 183, ungefähr dieser Bereich. Das wäre der Zielbereich. Einstieg, wenn wir morgen in diesem Bereich hier eröffnen um 167, dann wäre das der Einstiegsbereich. Und den Stop-Loss würde ich hier tatsächlich sehr eng am letzten Tief ziehen. Das wäre also der aggressivste Trade hier von denen, die wir bisher jetzt gefunden haben. Und dann haben wir im Prinzip drei Positionen aus dem Semiconductor-Bereich, wo ich überhaupt kein Problem mit habe aktuell, weil es eben ein wirklich sehr starker Sektor ist, der fundamental halt auch wirklich gut dasteht. Und da haben wir jetzt zwei Setups, die deutlich defensiver sind, nämlich die Lam Research und die Qualcomm, die hier an deutlich tieferen Leveln stehen im Vergleich. Und dann haben wir noch als kleinen Turbo hier oben drauf die Applied Materials, wo wir wirklich nur eine Tageskerze hier Stop haben. Das waren natürlich auch 6% oder so, die die Aktie hier gemacht hat an einem Tag.
Aber das ist im Prinzip das aggressivste Setup, was wir hier drin haben. Der Mario hat gefragt, wo ich denn nach den Fundamentaldaten schaue. Das mache ich hier über Market Smith. Das ist also eine etwas andere Handelsplattform und da hat man hier mal einen sehr schönen, schnellen Überblick über alles. Das kann man aber auch, also die ist relativ teuer, das kann man aber auch machen über Seiten wie Finvis oder so. Da findet man auch ganz gute Fundamentaldaten. Oder auch über TradingView ist das auch ganz gut machbar. MarketSmith ist ein bisschen schöner, weil man das Ganze da noch im Screener mit berücksichtigen kann. Okay, was haben wir noch an sinnvollen Setups hier? Eine Robert Halver haben wir noch. Da machen wir hier auch noch mal den Indikator rein, damit wir auch sehen, wo die Signale hierher kommen. Das ist eins meiner Lieblingssignale, Kumo Breakout. Wir sind also hier im Breakout aus der Wolke. Und hier kommen jetzt eben auch wieder mehrere Sachen gerade zusammen. Also wir kommen aus einer größeren Korrektur. Ja, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, kommen wir hier aus einer 1, 2, 3, 4, 5-fälligen Korrektur raus und laufen jetzt wieder in Richtung dieses großen übergeordneten Trends hier. Das ist der große übergeordnete Trend. Und was mir jetzt hier wichtig ist, wir haben in dieser Korrektur, die gelaufen ist, das letzte Tief nicht unterschritten. Das heißt, wir sind hier auch von der Sequenz her weiterhin klar bullisch. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir in der Untersequenz, ne, gerade dabei sind, hier eine neue Aufwärtssequenz auszubilden. Das fing am Freitag an. Das fing am Freitag an mit diesem Ausbruch aus der Wolke nach oben. Dann sehen wir hier unten, Görstrend wird gerade wieder positiv. Wir sehen, dass wir hier ein deutlich erhöhtes Handelsvolumen haben zu den 3, 4 Handelstagen vorher. Ja, haben also hier einen schönen Volumenausbruch auch, den wir hier sehen und sind eben jetzt in dieser neuen übergeordneten Aufwärtsbewegung. Für einen längerfristigen Trade könnten wir das Ganze jetzt so aufbauen, dass wir sagen, wir schauen auch hier wieder nach der letzten Korrektur, das ist diese, und nehmen danach unser Kursziel. Dann haben wir hier ein Kursziel von 137. Ja, das ist nicht schlecht. Und vor allem, ne, wenn man sich auch hier dann nochmal kurz einen Blick auf die Fundamentaldaten erlaubt, dann sieht man, dass das auch ein Unternehmen ist, was in den letzten 2 Quartalen dramatisch die Gewinne erhöht hat. Von daher ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne sehe. Wir haben hier diese letzte kleine Trendlinie. Die ist auch wichtig. Die hat hier 1, 2, 3 Ansatzpunkte. Und jetzt sind wir hier am Freitag hier mit viel Dynamik oben durchgegangen. Das heißt, das hier wird die nächste Position, die wir hier auf der Oberseite aufbauen. Und zwar aggressiver Einstieg am Hoch der Freitagskerze. Ja. Kann natürlich sein, je nachdem, wie der S&P 500 jetzt heute noch läuft. Im Moment ist er ja ein bisschen schwächer. Von daher haben wir eine gute Chance, dass wir dann auch in diesen Aktien hier mit einem kleinen Downgap reinkommen und dann innerhalb des Tages hier quasi Red to Green Days sehen können, dass wir also erstmal rot sind und dann mit dem Ausbruch über das Freitagshoch hier auf die grüne Seite wechseln würden. Finde ich auch immer sehr schön. Und hier würde ich dann auch wirklich versuchen, das größere Setup zu spielen, also mit dem Stop unter diesem letzten Tief hier zu liegen. Und im Zielbereich dann hier oben wirklich das bis 137 ungefähr zu betreuen. Ja, das wäre also das, was hier für die Robert Half interessant ist. Dann haben wir hier noch eine Aktie, in der wir schon mal eine Position hatten. Ja, und zwar ist das Facebook oder eben jetzt auch Meta. Da hatten wir hier drüben den Einstieg. Na, auch aus dieser Webinar-Serie hier hatten unseren Stop hier unten drunter platziert und sind an diesem Zwischenhoch hier genau am Ziel quasi rausgekommen. Seitdem hatte sich zumindest in den Sendungen, die wir dann hier hatten, zu den Zeiten nichts Neues entwickelt. Aber jetzt haben wir aktuell wieder ein Setup und haben hier eben auch ein Kumo-Breakout. Und Facebook ist eben auch ein oder Meta-Plattforms oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. The company formerly known as Facebook.
haben wir jetzt hier in diesem Wert auch ein sehr gutes Kursgewinnverhältnis. Also die ist relativ günstig, ja, wenn wir uns das anschauen im Vergleich zu den übrigen FANG-Werten. Eine Microsoft, ja, die bei einem Kursgewinn über 60 steht, eine Amazon, ja, die noch höher steht. Also Amazon ist, glaube ich, im Moment so ziemlich der teuerste Wert. Google ist noch recht günstig. Ja, und Facebook ist eben auch relativ günstig. Und von daher ist das auch keine schlechte Idee, hier eine Position aufzubauen. Hier muss ich aber ganz klar sagen, gefällt mir im Moment einfach das Chart-Setup nicht. Wir haben hier einen Doppeltop ausgebildet. An dieser Stelle einmal, zweimal. Ja, sind auch hier schon mal ungefähr in diesen Bereich rangelaufen. Sehen, dass wir hier so eine kleine Abwärtsbewegung drin haben. Ja, kleine fallende Trendlinie. Alles nicht so ganz ideal. Und wir sehen natürlich auch, wenn wir hier ein bisschen weiter unten schauen, dass wir einen deutlich negativen Görstrend haben. Und von daher ist das etwas fundamental, gefällt die mir sehr gut. Langfristig gefällt die mir sehr gut, auch als Einstiegsbereich da, wo wir jetzt sind. Aber wir wollen hier eben Swing Trades aufbauen, die nach Möglichkeit dann auch mit Momentum laufen sollten. Und das sehe ich hier im Moment nicht. Ja, jetzt haben wir kurz vor 7. Ich würde gerne einen Wert hier noch mit reinnehmen, und zwar die Viacom CBS. Das könnte nämlich so ein ganz guter Recovery-Kandidat sein fürs laufende Jahr. Da haben wir hier gesehen einen sehr dramatischen Abverkauf. Das hing damals damit zusammen, dass ein ganz großer Hedgefonds hier pleite gegangen ist und dann die Broker im Prinzip alle Positionen von diesem Fonds mehr oder weniger per Market Order auf den Markt geschmissen haben. Das hat diese große Abwärtsbewegung hier initiiert. Dann hat die Aktie lange versucht, hier einen Boden zu finden. Und jetzt muss man sich einfach mal überlegen, wenn wir uns den Move hier von vorher anschauen, ja, diese extreme Aufwärtsbewegung hier, diese absolut parabolische Bewegung hier nach oben, dann kann man sich vorstellen, wie viele Momentum-Trader in dieser Aufwärtsbewegung in die Aktie reingegangen ist. Und das, was wir dann hier zum Ende des Jahres als Situation hatten, ja, nach dieser ewig langen Bodenbildung, wo alle noch geduldig waren und gewartet haben und gesagt haben, na, so schlecht sieht es doch fundamental gar nicht aus. Ja, vielleicht erholen wir uns hier auch wieder. Ich markiere mal diesen Tiefbereich hier. Ja, immer wieder Käufer reingekommen an diesem Level, ja, hier. Immer wieder sind hier Käufer reingekommen, und dann sehen wir hier zum Ende des Jahres die Aufgabe. Ja, hier haben die Händler kapituliert, und das viel von dem, was hier passiert ist, ist dieses sogenannte Tax Loss Selling, dass also zum Ende des Jahres größere Verlustpositionen glattgestellt werden, damit man steuerlich einfach Verluste hat, die man gegen seine Gewinne gegenrechnen kann. Und das ist etwas, was hier sehr dynamisch nochmal gelaufen ist. Also wir haben hier nochmal eine deutliche Bewegung gesehen von diesem letzten Level hier bis zum Tief, ja, nochmal fast ein Viertel an Marktkapitalisierung verloren hier die Aktie. Und seitdem, ja, sehen wir von diesem Doppelboden, der sich dann hier gebildet hat, zum Ende Dezember. Und das ist eben die typische Phase, wo Tax Loss Selling läuft. Ja, Anfang und Mitte Dezember bis in den Ende Dezember rein ungefähr. Und dann ist dieses Tax Loss Selling durch. Dann haben alle verkauft, die eben verkaufen wollten, die einmal ihre Verluste mitnehmen wollten. Und jetzt sind wir in der Situation, alle die fundamental noch hier dran glauben. In Amerika ist es so, dass wir 30 Tage Zeitraum haben müssen zwischen Verkauf der Aktie und der Möglichkeit, die dann auch wieder zurückzukaufen, also wieder einfach ins Depot reinzunehmen und in der Position wieder dabei zu sein, und dass eben trotzdem diese vorherigen Verluste geltend gemacht werden können. Und dann sehen wir auch hier, wie diese 30-Tage-Periode dann quasi zu Ende war. Von da, wo dieses Tax Loss Selling hier angefangen hat, sehen wir, dass die Aktie sich wieder deutlich erholt. Ja, und im Moment sind wir jetzt hier kurz vor diesem Break-Level über das wichtige 37er-Niveau. Und das, ja, die Signale, die wir jetzt hier kriegen, ne, Kumo Breakout haben wir hier schon am Donnerstag bekommen. Am Freitag war aber quasi noch kein Entry. Hier hat sich das Ganze noch weiter fortgesetzt. Und von daher bin ich auch hier gerne bereit, wenn wir in der nächsten Woche sehen, dass die Kurse hier weiter steigen, dass man hier einen Einstieg nimmt. Und da könnten wir doch eine sehr deutliche Bewegung sehen. Na, mal locker hier bis in den Bereich 46, 47 Dollar, diese letzten Hochs hier. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn wir einen defensiven Stop hier setzen, irgendwo bei 32,
Und wir nehmen das Level als Einstiegslevel und setzen den Stop hier unten bei 32 und können bis 46, 60 hier laufen. Dann haben wir hier ein ganz, ganz sauberes 2 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und das wird also der Trade, der dann hier das beste Chance-Risiko-Verhältnis zumindest mit von den Trades mit einem klaren Zielbereich hier generieren kann. Und wir versuchen eben in diese neue Erholungsbewegung uns recht früh hier noch mit einzukaufen. Ja, wir sehen, der Ausbruch aus der Wolke ist erfolgt. Wir sind über der roten, wir sind über der violetten. Rot ist über violett, blau ist oberhalb des Kurses. Also hier ist von Ichimoku-Seite alles positiv. Und jetzt sehen wir eben auch, dass zum Freitag hier der Görschtrend wieder positiv geworden ist. Wir haben ein ja, vernünftiges Handelsvolumen. Das ist jetzt nicht außerordentlich klein. Wir sehen aber, dass die größte Volumenkerze, die hier gelaufen ist, ja, diese dynamische Aufwärtskerze war, die uns das erste Mal hier durch die Wolke geschoben hat. Und von daher sieht das momentan hier alles recht positiv aus. Also, das ist das, was ich hier im Moment auf der Uhr habe. Das sind die Werte, die jetzt für dieses Depot, was wir hier mit den Ichimoku-Signalen betreuen, für den Dienstag, also für morgen hier reingelegt werden. Und da schauen wir dann eben in der nächsten Session wieder drauf, wie sich das Ganze entwickelt hat und was wir dann da auch wieder an neuen Setups finden. Okay, das wäre es von meiner Seite hier gewesen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Sage Nelson, möchtest du noch ein paar Worte sagen? Und verabschiede mich für heute. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich natürlich auch und bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern, die heute live dabei waren. Der nächste Termin ist ja auch schon angesetzt, 21.02. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich natürlich gute Trades. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao, ciao.